Ja, ein herzliches Willkommen zu No Man's Sky. Wir fliegen hier durch dieses ganz kleine Universum. Da ist was. Ich glaube, das sind alles Planeten, die schon entdeckt wurden, die mit Namen von irgendjemandem. Ich habe das Spiel heute bekommen. Und dachte mir, ja, ich teile mal mit euch meine Erfahrung. Wollte am Anfang mal kurz reingucken. Hat sich ein kleines Problem ergeben. Wenn ihr genau hinschaut. Hier, mein Inventar ist schon relativ voll. Das brauche ich gerade nicht. Kann ich die da aufladen? Für alles brauchst du in diesem Spiel diese Puppe. Das ist der Hammer. Ah, ich habe jetzt noch Isotope. Ja, wie gesagt, ich wollte mal kurz reinschauen, schauen, wie es geht. Problem Nummer 1, ich kann keinen neuen Spielstand anlegen. Also dieser Spielstand wird durchgeladen. Das heißt, ihr habt die ersten 10, 15 Minuten meinen ersten Tod verpasst. Den... Ach, ich stehe auf meinem Raumschiff. Den... Der Rasa-Mama. Ja, das ist die Rasa-Mama. Oh, diese Atlaspässe. Ich habe tatsächlich... aktiviert die Hauptquest. Also diese Atlas-Quest kann aber tatsächlich mit meinem Raumschiff mich noch nicht bewegen, weil ich brauche Zink. Ja. Was ist das? Kann ich ein... Was ist das? Atlaspass. Ich hasse Atlaspass. Weiß ich mal, was das ist? So, wir haben hier ein Schiff. Oh, was bist du denn? Kennen wir uns schon? Halt, erstmal. Oh! Was hast du denn für ein Problem? Oh, Platin. Achso. Müssen wir einfach kaputt machen? Nö. Aber ich brauche 10. Und tonnenweise Isotope. Wer Lust hat, mich auf dieser unendlichen Reise zu begleiten, würde ich freuen. Oh! Oh! Aber nur die eine, oder? Schadensradius, Plasmawerfer begleiten hat. Plasmawerfergranaten über größere Aufprallgrade. Ja, Eisen habe ich mehr als genug. Was? Kryonit? Er hat das nicht alles gibt hier, ne? Oh, Reisemeilenstein erreicht. Was für ein Schläger. Naja, wie ihr sehen könnt, in den ersten paar Minuten habe ich schon 4 Wächter mich mit angelegt. Ja, war nicht so pralle, ne? Ich bin mal dezent das erste Mal gestorben.
Was ich sagen wollte, wie gesagt, wer mich auf dieser Reise begleiten möchte, würde mich freuen. Es scheint sehr lange zu werden. Wenn ich bedenke, wie lange ich jetzt schon hier unterwegs bin. 49 Sekunden, das glaubst du doch selbst nicht. Ich muss doch diese Truppe sammeln auf dem Weg dahin. Was? Was ist denn das? Ein sehr beliebter Handelsgegenstand. Werde ich wohl in Zukunft damit handeln. Ja, jetzt, wie gesagt, ich werde das wohl auch mal streamen. Bietet sich irgendwie dafür an, finde ich. Gerade so längere Sachen. Wenn man die immer in diesen bekannten, gebräuchlichen 20 Minuten Videos machen möchte. Verstehst du eine Spielzeit von bei einem unendlichen Universum geschätzten 5 Millionen Stunden? Auf 20 Minuten hätte man begrenzt. Das könnte schwierig werden. Deshalb werde ich wohl ab und zu einen Stream einfließen lassen. Oh, 10! Ach, das kann gehen. Ach, das kriege ich aus solchen Pflanzen raus. Okay. Was bist du? Also, sieht bräunlich. Habe ich genug. Hallo, Donje! Ja, und ich denke, das ist dieses aufwendigere. Es lässt sich gut. Zeitaufwendigere meine ich jetzt. Lässt sich gut ziehen. Finde ich. Denke ich. Ich habe mich bestimmt wieder verlaufen, muss das Fragezeichen. Das war ein Raumschiff. Scannst du mich, scann ich dich, weißt du? Da oben wollte ich hin. Tschüss. Ich werde das wohl auch auf YouTube streamen. Twitch ist gebräuchlicher, aber ich muss sagen, die Quali gefällt mir bei YouTube echt besser. Also das haben sie gut gemacht. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, zum lokalen Scannen L3 drücken. Ich drücke L3. Nein, ich drücke die ganze Zeit R3. Wo ich... Da ist was. Nö. Ich drücke die ganze Zeit R3. Oh, ist ja Chink. Nein, Titan. Egal, nehme ich auch. Stimmt irgendwann. Kohlenstoff, was heißt Kohlenstoff? Das sind halt diese Truppe. Ich will wissen, was da oben ist. Da oben. Das Blablub-Flachland. Okay, was ist das hier? Wie wurde ich hier geschickt? Okay. Ihr seht, wir haben den 10.8. 16.09 Uhr. Der sieht hier immer, wann ich spiele. Da kann ich ja gar nicht mehr so tun, so wie, ja, es ist Nachmittag, wenn es eigentlich 4 Uhr morgens ist. Kann ich da was machen? Nö, warum auch, ne? Was bist du? Hm?
Überbrückungschip erforderlich. Okay. Gleich mal so spontan skippen. Komm ich hier rein? Was ist das hier? Ah. Das ist nix. Das ist nix. Hallo? Der hat einen komischen Fernseher über seinem... Der hat ein komisches Bett. Ich dachte, das wäre das Kopfteil, aber das ist ein Schrank oder sowas. Hm. Dann gehen wir wieder. Tun wir noch so ein Teil. Unterschlupf, okay. Was zum? Wird das jetzt nochmal angezeigt? Nö. Zum Speichern und Beanspruchen neuer Repositoren. Schild auf Maximum. Aye, aye, Captain. Komm ich denn von hier aus an mein Raumschiff? Raumschiff nicht in Reichweite. Okay. Oh! Ich habe Geld gefunden. Ach, ich brauche immer noch Zinken von diesem Drecksplaneten wegzukommen. Okay, okay. Ja gut, die Isotope habe ich jetzt, glaube ich, eigentlich erstmal genug. Was ist denn für ein Fettschwein? Pereira Nophodopus. Hier fängt es nur so von Viechern. Was zur Hölle ist Redgerät? Nährstoffe. Das sind alles ganz brave Viecher, oder? Komm, ganz brave Viecher. Was sind hier für welche? Unterwürfig. Ich sollte vielleicht nicht zu weit von meinem Schiff gehen. Oh, das Symbol ist neu. Ich weiß zwar nicht, ob es einen Fallschaden gibt, aber ich will es nicht drauf anlegen. Interessant. Oh, ich glaube, es wird langsam Nacht. Also hier drüber bitte. Geschafft, geschafft, geschafft. Ja! Ich habe genug
irgendwas unter mir? Geht's da nur noch weiter runter? Ich brauche immer noch Zink. Da könnte Zink sein, aber das ist ja wieder so weit, ne? Oh ja. Oh, ja, es gibt Fallschaden. Impulszentrum. Achso, ich kann alles zum Raumschiff senden, aber nichts zurück. Interessant. Ich brauche noch dieses Tarnidisbus. Ja, ein Meilenstein. Yay! Raumschiff repariert. Was bist du? Fragezeichen. Kann man nicht? Nein, du siehst nur so aus. Irgendwo war doch. Nee, ich brauche keinen Kohlenstoff, ich brauche dieses. Bobberle. Was mache ich jetzt davon? Und ja, jetzt? Wo ist denn das? Achso, ich bin im Raumschiff. 36. Ach, da wird ja immer auch der Geldwert angezeigt. Das Ding verkaufe ich. Ist das ein Bobbele? Nein. Oh. Ist hier unten irgendwas Interessantes? Das hat ausgesehen wie ein Höhleneingang. Aber nein. Einfach nur ein Loch. Dreck. Das ist auch so ein komischer Leitstrahl. Aber dafür brauche ich ja ein Dingsbums-Dings zum Reparieren. Ich hab's.
vergessen. Ja. Ich werde es nie lernen. Aber das Schöne ist, das muss ich auch gar nicht. So, was ist denn hinter mir rein? Der ist aufgeladen, der ist... Die laden wir auch noch auf. Nee. So, und das, was wir jetzt als letztes noch machen, ist... Wir gucken mal, was war. Jetzt habe ich zu wenig Plutonium. Der ist aufgeladen. Lebenserhaltung laden wir auch noch schnell auf. So. Alles geschafft. Schön. Und jetzt? Hallo. Ins Weltall. Was? Lande? Nein, 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 keine Landesequenz. Scanner. Ah, vorwärts, rückwärts, alles da, okay. Ja, okay. Was ist das? Das leuchtet so schön. Ah, okay. Also brauche ich erst noch einen Hyperantrieb. Mir fällt gerade auf, ich habe keine Beine. Achtung, Navigationsdaten empfangen. Was ist ein Signal? Zwei Stunden.
das kommt. Schild zwar nicht unbedingt gut, was ich gerade mache, aber was soll das, wa? Der Atmosphärenhalter, der ist schon cool gemacht. Aha. Was mich jetzt interessiert, das sind das zwei Spieler? Ich habe mir nur sagen lassen, tatsächlich, es dauert, oder das Universum hier ist so groß. Atlas, wo krieg ich den her? Das Universum hier soll ja so groß sein, dass man einfach niemanden findet. Das hier schwebt einfach so in der Luft. Ganz intelligent gemacht, ganz intelligent gemacht. Ja, ich muss erstmal wieder da hochkommen. Das hier müsste gehen. Intelligentesten Landeplatz überhaupt gesucht. Ja. Überrasch mich jetzt, dass es auf der anderen Seite unten oder ist. Das ist. Wo ist denn das? Ein Stückchen ist es schon weg. Ein Stückchen ist es weg. Ah, ja, zwei. Ah, okay. Einmal aufladen, viermal starten. Also. Zweimal starten. 50%. Heißt viermal starten. Dreimal landen. Oder so.
find's auch ganz... Stopp. Ich lande da. Ich find's ehrlich gesagt auch ganz interessant. Man sieht es hier gerade so schön. Es ploppt nicht wie bei anderen Spielen auf, sondern es materialisiert sich. Aha. Oh, was ist das? Eine einzelne Kreatur erwartet mich. Winzig, bedrohlich, mit einem Schnabel. Sieht mich überaus neugierig an, zwitschert kurz in einer Sprache, die ich nicht verstehe, und reicht meine Tafel. Schrocken stelle ich fest, dass ich den Text darauf verstehen kann. Ungläubig suche ich den Blick der Kreatur, doch sie hat schon längst desinteressiert abgewandt. Sieht man, starrt mich immer noch an. Ich vermute, sie ist lediglich ein Kurier, nicht der Verfasser dieser Nachricht. Ah, da ist mein Hyperantrieb. Oh cool, hier kann ich verkaufen. Kann ich hier die Perle verkaufen, weil dann bin ich reich. Tatsache. Schön, man sieht hier auch wunderbar die Preise. Also hier kriege ich zum Beispiel 3,3% mehr als im Durchschnitt. Mache ich. Und für die Perle, die mich ehrlich gesagt, die ich garantiert irgendwann brauche, aber die mich voll nicht interessiert. Das kann ich ja alles nicht verkaufen, oder? Achso, weil ich es nicht dabei habe. Nein, ich werde kein Plutonium verkaufen. Titan könnte ich natürlich... Nein. Schau mal, was ihr im Angebot habt. Was ich unbedingt bräuchte. Ich glaube, die brauche ich. Aber 21.000 für ein Stück. Was ist denn ein Atlasstein? Boah, 2.743.260. Das war der, der am Anfang mit mir gesprochen hat. Achso, aufs Raumschiff-Inventar kann ich auch zugreifen. Achso. Raumschiff-Inventar? Achso. Zum Beispiel noch mal ein Neutrino-Modul für 14.000.
will ich gar nicht so viel verkaufen, außer halt diesen Handelsgegenständen. Wo geht's denn hier rein? Hier geht's raus, aber hier bin ich nicht hier. Nein, ich bin da drüben reingekommen. Der Waldstein ist erreicht. Neues Geschäft. Ja, spannend. Das ist kaputt. Ist das? Oh, boah, ja. Ja, komm, entspann dich, drohne ich dir schon. Entspann dich. Wie gesagt, ich würde gerne wissen, ob das da oben Spieler sind. Hast du Raumstation entdeckt? Aha. So, da haben wir unseren Speicherpunkt. Ich pflanze meinen Hintern wieder da rein. Und an der Stelle sage ich erstmal Tschüss, weil ich will das heute noch rendern und hochladen. Also sehen wir uns später. Bis dann. Tschüss.